Putzelbärchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. Yeah. So, ihr wisst ja, mich hat das mit dem Friedhof komplett irgendwie angetan. Ich muss da irgendwie nochmal hin. Das lässt mir keine Ruhe. Oder eben halt, waren wir schon in Frankreich? Anwesen der Pianistin? Ja, waren wir schon mal. Japan, verlassene Haus wäre auch nochmal interessant. Oh, Belgien. Günther, Baronie Günther. Waren wir ja auch schon mal. Verlassen Haus. Pennsylvania. Komm, nochmal Pennsylvania. Das lässt mir keine Ruhe, ne? Aber ich finde das irgendwie, ich finde das klasse. Also Pennsylvania finde ich total, ja. Warte mal, was ich mal ausprobieren wollte. Warum, diese Kanone würde ich gerne haben. Schade, die kann ich jetzt nicht ausprobieren, ne? Warte mal, kann ich die in die Hand nehmen? Warum hat die so ein Anzeigeding nicht, wenn du auf der Karte bist? Warum hat die da nicht so ein Anzeigeteil drauf? Finde ich schade. Wie funktioniert der Vogel denn hier? Was? Was soll das denn? Ah, benötigt dazu Salzkristalle. Ach da, die hier jetzt, ne? Warte mal. Und damit schießt er denn? Wie lade ich dir nach? Zum Nachladen benötigen Sie einen groben Salzkristall in Ihren Inventar. Ah! Habe ich jetzt nachgeladen? Boah, Digga! Ernsthaft? Und dann treffe ich hier nichts. Okay, gut. Ja. So ein Ding brauchen wir. So, los geht's. Mit der Schrotflinte. Aber dieser Blaster, ich weiß nicht, der funktioniert nicht so ganz so klasse, finde ich. Oder ich treffe nicht. Doch, ich treffe eigentlich schon, oder? So, ab nach Pennsylvania. Wieder auf dem Friedhof. Ich hoffe, es wird diesmal nicht wieder eine kurze Runde. Das Pech haben wir jetzt irgendwie immer, ne? Wir sollten mal abchecken, was haben wir für einen Geist und auf welchen regiert der? Kreuz oder Jesus, Maria, Josef und hast nicht gesehen. Also, wir droppen einfach mal die Maria-Statue. Direkt gleich am Anfang mal hin. Damit wir eine kleine Schutzzone haben, wenn der Geist denn auf diese Statue reagiert. Ich finde ja gut, dass die hier die Geister zumindest nicht. So, ich mach das mal hier hin. So. Das Übliche, ne? EMF messen, denn die. Größer als 10 mit den Dingsbums messen. Temperatur können wir nicht, weil wir nichts gekauft haben diesbezüglich. Filmen Sie einen Geist in der Nähe der Kamera. So, ich würde vorschlagen, erstmal die Taschenlampe. Den Vogel. Die Kamera. Das ist immer so irgendwie Standard, ne? Geht irgendwie mal so bei uns los. Warte. Hallo. Verarschen jetzt? Ja, genau. Dass wir uns vielleicht wenigstens zu dieser Statue retten können, vielleicht, wenn ein Geist kommt. Und wir wieder ausdauerkrank sind. Ich gehe mal wieder immer zum Mausoleum. Ich glaube, die droppe ich gleich, die Statue, die droppe ich gleich irgendwie ein bisschen näher rein. Oh, Digga, ich hab gedacht, ich habe deinen Geist gesehen. Lass uns das mal schnell machen. Bisschen weiter reindroppen. Ziemlich ruhig hier. Abgesehen, man hört diese Geisterumgebungen. Tom. Es ist Zeit für dich zu gehen. Was? Kann ich die nicht so? Okay, jetzt einmal. Bisschen mehr so hier so droppen lassen. Gut. Nein! Sie sollen nicht liegen.
Das soll stehen. Dankeschön. Oh, das wäre... Da ist das nicht ein geiler Ort, wenn man hier... Oh, oh. Wenn die Kamera nicht gleich direkt daneben packt. Können wir mal ausprobieren. Wir machen die mal an. Das ist ja sehr zentral. Und wenn wir immer gecatcht worden sind, sind wir immer bei da gecatcht worden. Deswegen halte ich das für gerade eine sehr, sehr gute Idee. Nee, was ist das denn? Was flattert denn da rum? Es ist, glaube ich, nur so eine Motte, die da im Licht rumflackert, ne? Ja. Ja. Sollen wir nochmal was anderes mitnehmen? Warte mal. Ach komm, den nehmen wir auch mal mit. Geist, kannst du mich hören? Geist? Oh. Ein vierer Ausschlag? Da ist der Geist. Ein Wiedergänger. Geist! Kannst du uns was erzählen? Wer bist du, Geist? Ich glaube, den dürfen wir auch gefilmt haben. Ich glaube, wir alle... Die Bemühung hat jetzt gerade ein Ende. Wir haben... Ich glaube, dieses Ding... Quatschteil brauchen wir nicht. So. Lass uns das mal ausmachen. Das nervt unglaublich. So. Das Ding können wir auch weggeben. Da haben wir schon alles rausgefunden. Den bräuchten wir vielleicht nochmal. Und so, gefilmt haben wir den Geist und genau, dann lass uns mal kurz gucken. Elektromagnetisches Feld war bei Stufe 4. Der Geist ist ein Wiedergänger. Gefilmt haben wir den ja jetzt. Sollen wir nochmal, oder warte mal, pass auf, wir nehmen das einmal mit. Können wir den messen? Wollen wir den messen? Das Buch wollte ich eigentlich ganz gerne nochmal mitnehmen. War auch irgendwie das Gefühl, als käme er hier nicht an dieser Maria vorbei, ne? Maria, Maria. Für das Gekritzel brauche ich da nicht... Wieso habe ich denn so ein pulsierendes Geräusch im Ohr? Da ist er. Oh. Der wird uns catchen. Ja, toll. Und... Ey, das ist doch... Da hast du gar keine Chance gehabt. Auf einmal war er da und macht mich fertig dann, ne? Wir haben es nicht mal zu Maria geschafft. Och, Kinders. Nochmal Friedhof. Es nützt alles nichts. Ich finde den Friedhof am geilsten. Ich würde gerne... huch. Wo ist der denn? Laufen. Pennsylvania. Da will ich nochmal einmal hin. Dieser Friedhof, der lässt mich nicht in Ruhe. Ich will da mal ein gutes Ergebnis machen. Wir haben immer das Pech, dass wir da kein gutes Ergebnis erzielen können. Und ganz im Ernst, ich finde Friedhof einfach geiler, weil da sind nicht mehr so viele Türen, die der Geist uns immer zumacht. Ich erinnere mal an die eine Folge, wo uns der Geist tatsächlich, das war ein Kindergeist, der hat uns erwischt, weil er die Tür zugemacht hat. Das war natürlich echt sehr, sehr arschig, ne? So. Die Maria nehmen wir mit. Sie war trotzdem weit entfernt, ne? Gefühlt entfernt. So, hier machen wir sie hin. Es passieren Geräusche, direkt mal rausgehen. Hier, Tür auf. Na, nicht so schwenken, wenn wir auf der Flucht sind. So. Das Übliche wird sein. Filmen Sie Geister in der Nähe der Kamera, bla bla. Es ist immer dasselbe. Vielleicht sollten wir auch mal Phasmophobie ausprobieren. Ja, ist klar, Krähe am Start. Ich glaube, die Kamera, die klatschen wir mal hier hin.
Den Ausschlag, den elektromagnetischen Ausschlag, den hatten wir sehr schnell gehabt jetzt gerade. Woran hat es gerade gelegen? Wir hatten den Geist hier vorne gesehen und er hat uns quasi hier den Weg abgeschnitten. Der hat uns dann deswegen eben halt auch hier vorne gekriegt. Ah, was ist das? Sah aus wie eine Frau. Kein Ausschlag. Schatten? Möglicherweise. Was? Ja. Aber kein Ausschlag. Schatten, ja. Doch, jetzt. Zweier. Aber kein... Da. Geist? Da. Bisschen gruselig, ne? Ach so. Aber der macht keinen Ausschlag da. Wieso denn nicht? Wir haben eine Erscheinung, aber das Gerät reagiert so gut wie gar nicht. Ein zweier Ausschlag, was soll ich damit denn anfangen? Da ist er. Weg vor der Jesus, Maria, Dings, Christus, da bumsen. Offensichtlich ist das nicht das ausschlaggebende Ding. Der spaziert hier rum. Hey! Wandergeist! Komm, wir müssen mal das Kreuz holen. Also gefilmt sollten wir sie jetzt haben. Oh, ach so. Scheiße. Hoffentlich hat er es trotzdem aufgezeichnet. Sieht ziemlich episch aus mit der... Ja, gefilmt haben wir sie. Nee, hä? Gefilmt haben wir sie nicht, aber wir haben Ausschlag von zwei, aber das ist ja nicht, das ist ja nichts Nennwertes. Ach, scheiße, ja, da müssen wir mit anderen Dingern aufkommen. Nee, nicht die Taschenlampe, die brauchen wir. Genau, damit. Lass uns das Ding hier nehmen. Und das. Das ist ein Schatten auf jeden Fall. Also ich gehe mal davon aus, das wird ein Schatten sein. Hallo Geist, ich bin ein Freund. Kannst du mit mir reden, Geist? Geist, ich habe mein Kreuz vergessen. Du kannst mich jederzeit holen. Geist? Kannst du dich mal zeigen, Geist? Geist, du musst hier ja in der Nähe sein. Da! Oh Gott! Wieso rennt die so? Oh Gott, oh Gott! Ist das gruselig. Wie sie nach mir die Arme ausgestreckt hat. Uah! Hör auf damit! Krieg ich Gänsehaut! Mann! Okay, ich glaube, das ist das Kreuz, was sie mir lieber möchte. Warte mal. Das Ding nochmal wegpacken. Wir kriegen hier keine... Oh. Ah ja, genau. Haben wir keine Taschenlampe? Warte mal. Ich will das Kreuz hier nochmal irgendwie haben. Ich finde Kreuze ziemlich schön. Warte mal. Du blöd, Mann. Trieb sich jetzt hier rum. Wo ist das scheiß Buch hin? Da. Ich will das Mikrofon halt mal haben. Da kann man ja mal... Wir befehlen uns da mal rein zu kritzeln. Ich kann das nicht mitnehmen. So viele Sachen dabei. Warte mal, das Kreuz droppen wir mal hier. Warte mal.
Ich befehle dir. Wo ist der Dings? Ha. Ja. Ja. Ha. Ga. Hallo, Ga heißt. Geist, kannst du mich hören? Geist, kannst du mir in das Buch reinschreiben? Aha, du kannst nicht schreiben? Ja. Geist, kannst du mir in das Buch reinmalen? Geist, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von dir und kannst du mir jetzt mal bitte ein Autogramm geben? Ja, Geist, mal mir ins Buch rein, bitte. Damit ich mich verpissen kann. Warum redest du nicht mit mir, Geist? Ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen... Nee, lass mal lieber bleiben, dann holst du mich. Geist. Geist? Es bewegt sich hier neben meinem Monitor, bewegt sich der Köter. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Blöder Hund. Okay, ich glaube, das mit Malen und so... Ich finde, die mag uns nicht so ganz. Okay. Dann schmeißen wir das mal weg. Ob wir irgendwas Neues erforschen können? Nein, natürlich nicht. Ja, guck mal. Die zappelt doch da rum. Ist doch voll aufgezeichnet. Mal auf da, Kamera. Gut, das war nichts. Signale finde ich auch ziemlich kacke. Weil da müsste ziemlich nah ran, dass man eine Identifizierung des Geistes irgendwie haben kann. Wir müssen höher als 10 haben. Ich meine, sie hätte uns ja fast gecatcht. Oh oh, das steigt. Das steigt. Das steigt, das steigt, das steigt. Das ist immer blöd, wenn man auf die Geräte... Aha! Ha. Das ist immer blöd, wenn man auf die Geräte achten muss. Und dann nachher den Geist irgendwie dabei außen vor lässt, den zu sehen. Vielleicht sollte ich mal schon mal was eintragen. Oh Gott, voll Schisser-Mode, Alter, wirklich. Alter, aber das ist auch gruselig. Hör mal. Tragen wir in Sicherheit des Wohnmobils mal was ein. So, hopps. So, Temperatur, gekritzelt, da haben wir gar nichts, ne? Das Einzige, was wir wissen, das ist ein Schatten. Wir konnten nicht mal was mit dem Gerät bestimmen. Ich finde, die Geister sind hier zu schnell. Muss hier in der Nähe sein, der Geist. Da haben wir 9. Nichts mehr. Schade, dass man die Temperatur... Gott, oh Gott. Jetzt ist das einmal... Oh Gott! Jetzt ist auf einmal... Bist du blöd? Oh, hab ich mich erschrocken. Ich krieg da so eine Hühnerpelle von, Alter. Boah. Das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Voll wie ich mich beschwert habe. Jetzt, was ist das denn jetzt? Eben gerade war es die ganze Zeit ein Schatten. Und dann war es wieder ein Wiedergänger. Erstmal durchatmen, ey. Himmel. Erzeugen Sie einen Blitz mit der Sofortbildkamera in der Nähe. Was haben wir denn jetzt? Kategorie Schatten, Temperatur. Ja, machen wir mal Geisteranalyse nochmal. Ja. Aber mit denen haben wir noch nichts aufgenommen, ne?
In die Kamera einmal mitnehmen. Die haben wir fertig. Obwohl, ich finde es ziemlich cool, wenn die Kamera dabei ist. Stimmt. So. Der ist wieder hier. In unserer Nähe. Jetzt ist er weg. Nee, jetzt ist er wieder da. Der treibt sich hier vorne rum. Naja, jetzt ist er weiter hier. Aber wir kriegen auch nichts höher als 10 bei dem Gerät hier, ne? Vielleicht hat das Analysegerät ja bessere Chancen, da was aufzunehmen. Ich dachte gerade, ich verlaufe mich gerade am Gitter und dann, dass ich da festhängen bleibe und der Geist holt mich dann nachher. Ja, Geisteranalyse, komm mit. Ich finde aber auch, dass dieses Analysengerät ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Da. Und das Ding ist da. Es ist genau hier. Was? Jetzt da hinten. Es ist ein Schatten. Definitiv ist es ein Schatten. Es ist genau hier vorne und das Signal, es nimmt kein Signal auf. Ich verstehe es nicht. Hä? Ich meine, wir können den Exorzismus probieren. Der Geist hat sich uns ja offenbart. Ich denke immer, dieser schwarze Knubbel auf dem Gerät da oben ist dieser verfluchte Geist. Huch! Ah, da. Weg. Oh, lauf. Prozent. Geist. Ich mag das nicht, wenn der so weit weg ist. Ich fühle mich total gestresst, dass er... Nee, das ist ein Klumpen, der auf dem Boden liegt. Ich fühle mich total gestresst vom Spiel, echt. Total gestresst. Voll Angst und so ein Scheiß. Ich finde Angst total kacke. Wie lange habe ich keine Angst mehr gehabt? Auf jeden Fall habe ich... Wo denn? Da. Komm. Noch 12 fucking Prozent, ey. Da! Komm. Hat er nicht aufgezeichnet. Oh, der tummelt hier immer noch rum. Jetzt haben wir.
Wir haben ein 9P. Boah, Alter, das ist gruselig. Alter, also dieses Geistersignal auf dem 9P350. Geisteranalyse. 9P350. Exorzismus an. Das ist immer noch diese beschissene Sofort. Das hätte ich mir auch gleich alles sparen können. Es geht echt nur um die Sofortbildkamera. So viele Bilder hat die aber gar nicht, ne? Wenn ich daneben schieße, ist für den Arsch, ne? Warum hat der den denn jetzt hier nicht abgehakt? Kamera. Temperatur. Nee, gut, okay, dann. Ja. Echt jetzt nur ein Schuss oder wie viele Schuss? Erzeugen Sie einen Blitz mit der Sofortbildkamera in der Nähe des Geistes? Damit nur? Ernsthaft? Geräusche macht das keines. Elektromagnetisches Feld, du hast auf 2. Wenn wir das verändern würden, ne? Hätten wir da eine andere Idee? Wir lassen Salzkristalle, Salzflinte und oder werfen sie ihn direkt. Wir können den Kristall auch. Okay, wie läuft. Ja gut, dann versuchen wir es mal mit der Sofortbildkamera. Wow. So, alleine ist das auch bestimmt echt der Anschein. Ich denke mal, du hast mehr Erfolg, wenn du das hier mit jemandem zu zweit spielst. Jetzt wollen wir den Geist holen, weißt du? Da. Wo ist der Geist? Ich mal die fucking Taschenlampe ausmachen. Komm von hier. Voller Alarmbereitschaft jetzt hier gerade alles, so. Er dreht hier seine behinderten Runden, dieser beknackte. Da. Das ist der Geist. Oh! Okay, das reicht wohl offensichtlich aber noch nicht. Hab ich mich erschrocken. Ich hoffe nur, dass ich mehrere Schüsse drin habe, ne? Und wie viele Versuche... Oh, wieso leuchtet das Ding jetzt so hässlich? Ich glaube nicht, dass ich ihn exorziert habe mit einem... Bitte was? Wieso hat er denn nicht geknackt? Ich glaube, da hat er keine Wirkung mehr einfach nur mal drauf gezeigt. Er hat also noch ein anderes Ding. Pass auf. Was haben... Ich muss da wirklich rüberlaufen. Ich mach gar nicht auch jetzt gerade. Ich bin gerade voll auf so einem Schissermodus. Oh. Ja. Da. Was mache ich denn jetzt? Die Kamera ist leer. Alles klar. Ja, komm, lauf doch gegen. Er will ja mich verarschen. Werfe ich denn damit? So, alles klar.
Aber sollte ich nicht irgendwas... Ja. Aber wie blöd einfach, dass die Kamera leer ist. Wie kriegt man das denn, dass die Kamera wieder... funktioniert? Das mit der Sofortbildkamera ist natürlich echt Käse. Zweimal und ja, beim zweiten Mal hat die auch überhaupt gar nicht drauf reagiert, ne? Auch noch. Da hinten ist der Geist. Na toll, der Geist ist natürlich echt gigantisch schnell. Oh oh. Ja, gut, dann komm her. Willst du mich verarschen? Das hat nicht funktioniert. Wie werde ich den Geist denn jetzt los? Ich habe den Geist die Kristalle am Kopf geworfen. Die sind immer noch hinter mir her. So, jetzt reicht's. Something strange. Neighborhood. Human call. Tom G. Buster. Okay, wo ist der? Das ist jetzt mal meine Selbsterfindung, weil... Ihr seht, mit Salzkristallen hat das nichts gebracht. Ich habe die volle Elle am Kopf geschmissen. Nichts. Vielleicht ist es... Aber es ist ein Schatten. Definitiv, es ist ein verfickter Schatten. Weil, wenn das jetzt nichts bringt, dann ziehe ich ab. Wir haben eine gemacht. Und die Exorzismusvorschläge haben einfach nicht gebracht. Haben nicht gefunzt. Ich meine, die Sofortbildkamera, der Eintreffer hatte ich gehabt, der hat sie pfff gemacht, war sie weg. Und beim zweiten Mal hat sie gar nicht mehr drauf reagiert. Obwohl ich sie volle Elle getroffen habe. Ich habe den Blitz direkt in ihre Nähe abzocken lassen. Nichts passiert. Vielleicht habe ich aber auch eine Fehleinschätzung. Vielleicht ist sie ein Poltergeist. Aber ein Poltergeist macht ist sie auch nicht. Die spielt ja nicht mit Dinge rum. Dämon ist sie auch nicht, dann wäre sie gruseliger. Wobei... Oha! Die ist schon gruselig genug, Alter. Hör mal auf. Hierbei muss ich auch sagen, ist das Licht von der Lasergerät hier total ablenkend. Mann! Ja. Treffer. Ich habe sie doch getroffen. Oder was? Meine ich, ne? Okay. Das heftigste Geräusch auf dem Friedhof ist die Waschmaschine, die bei uns gerade läuft. So, ich werde erstmal ganz kurz ein Mikrofon Mut machen. Wir gehen jetzt wieder zurück in unsere Geisterjäger-Basis zurück. Denn wir haben hier absolut keinen Erfolg. Dann haben wir das Ding wenigstens überlebt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Oh, da kommt sie ja schon. Warte mal. Die sah auch direkt auf uns aus. Ja, aber... Der Friedhof ist immer noch gruselig. Das Ding bringt nichts. Der Protonlaser bringt überhaupt nichts, ey. So ein Ärger. So. Das Ding ist leer, ne? Es ist komplett wirklich leer. Hat das nur zwei Schüsse gehabt? Ja, schade. Das bringt alles nichts. Sollen wir die Salzkristalle nochmal holen? Und wenn das jetzt nicht funktioniert, wir haben ja nichts anderes hier. Dann ist es echt alles eine Nullrunde gewesen hier. Das Licht ist noch beknackter. Wir holen die Salzkristalle einmal ab. Wir haben ihn einmal getroffen mit der Dings. Die Kamera hat Diese Blitzkamera hat ja auch was gebracht. Und ich weiß aber auch nicht, wie der Blitz von der anderen Kamera, die wir haben, weiß ich nicht, wie der funktioniert. Das ist echt
Scheiße. Warte mal, ich muss mal ein bisschen üben, ganz kurz. Was passiert, wenn ich damit so werf? Passiert nichts. Ich kann nur mit... Naja, drop doch nicht alles, du Hund. So. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht getroffen habe. Ich meine, gigantisch weit wirft er nun natürlich nicht mit diesen Salz, ne? Das ist, bedauerlich. Man müsste hier eine Konditionsanzeige haben, damit man weiß... Und glaubt mal, Leute, der Geist ist nicht tot durch den Protonenstrahl. Weil der nämlich noch quietscht und alles hier sehr gruselig ist. Und weil es eben halt nicht in Anforderung drin war. Da kommt er. Warum schleicht denn der Geist jetzt? Ja, jetzt ist sie da hinten. Gott. Willst du mich verarschen, Geist? Oh. Ja komm, verarsch mich doch nicht. Du stehst doch genau auf dem Salzkristall drauf. Was stimmt mit dir denn nicht? Fuck you. Ich hasse dich und deine Mutter. Und deine Schuhe. Ach, die hat gar keine an, ne? Boah, Digga. So. Ja, mach mal. Ich fahr jetzt. Ja, es bringt nichts, Leute. Mit dem Salz, das haut alles nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gekritzelt. Ja, da hat sie auch nichts gemacht. Kategorie Schatten. Wollen wir mal Wiedergänger. Und der Wiedergänger geht ja auch mit der Proton-Dingsbums da. Kategorie Dämonen. Ja, der Dämon wird wegen des bevorstehenden Todes lachen. Und sein Lachen ist die beste Art, ihn zu erkennen. Gelacht hat er nicht. Kategorie Kind ist auch nicht. Es ist eben halt wirklich ein Verschatten. Poltergeist liebt es mit Dingen in der Umgebung. Passen Sie aber auf. Er mag die Gegenwart anderer Leute überhaupt nicht besonders. Dann, wenn er sich anfängt, Objekte zu verschieben. Das war nicht das. Das ist ein Schatten gewesen. Und dieser Schatten reagiert auf nichts. Also diese Kristalle, ich habe die jetzt auch echt blöd dahingeworfen. Aber ganz im Ernst, er stand ja auf den Kristall drauf. Er stand da drauf. Und da passiert einfach nichts. Ne? Oh Gott, wir müssen gleich mal Chico machen. Deswegen, ich nehme mal die Salzkristalle noch einmal mit. Warte am verdammten Eingang auf ihn. Und lass ihn vielleicht rüberlatschen. Wenn er uns jagen möchte oder so ein Scheiß. Ich weiß das nicht. Und dann rutscht er da vielleicht rüber und verbrennt denn oder was. Ich weiß es nicht. Keiner. Er ist einfach widerstandsfähig gegen alles, was wir denen entgegenzusetzen haben. La, 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 la. Droppen geht anders, ne? Ja. Müsste er... Geist! Hm. Wir droppen den mal dahin. Meinst du, es liegt gut da? Nee. So vielleicht. Liegt nicht mittig genug. So. Letzte Chance, Geist. Komm oder komm nicht. Und er catcht uns gleich. Oh, das wäre so schade für die Erfahrungspunkte, die wir gesammelt haben. Geist, come on. Sei mein Geist, folg mir. Irgendwas für der... Er hat das mit den Totenschädeln, ne? Oh Gott. Auf einmal hören wir auch die Stimmen. Wieso hat er uns nicht weitergefolgt? Mehr so ein geisterhaftes Klagen, ne? Und jetzt hast du einen anderen Vorschlag noch? Okay, jetzt können wir tatsächlich auch aus dem Buch vorlesen.
Aber wo? Das ist das. Diese Kristalle. Die hängt auch immer an dieser Statue hier vorne. Das ist ihr Lieblingsplatz. Gott, bist du doof. Ist die da nicht rübergelaufen? Ach. Mensch, Kind. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir ziehen hier von dannen. Das mit dem Salzkristall hat irgendwie einfach nicht hingehauen. Und ich glaube das nicht. Diese Umgesang. Da hinten ist er. Dieses Gesinge. Ist, glaube ich, eher Zufall. Das ist, muss er ja machen, weil es gruselig sein soll. Also. Leute. Wir ziehen von dannen. Es ist schade. Aber die Zeit ist vorbei. Sonst müssten wir es mal im Stream länger durchziehen. Dann stört es auch nicht, wenn man da irgendwann mal drauf geht oder so ein Scheiß, ne? Mhm. Gut. Ja, dann hauen wir ab. Mal gucken, was wir mitnehmen konnten. War aber eine gute Partie. Super gruselig. Ich habe immer noch eine Gänsehaut. Boah. So, Kinderchen. Schauen wir mal. So, Hauptziel. Geisterhafte Stimmen am Ort. 5. Oh, tatsächlich, das war korrekt. Temperatur konnte ich messen. Kategorie Geistes haben wir richtig gemacht. 25. Filmen Sie einen Geister in die Kamera. 8 Euro. Bitten Sie bla bla bla. Gesammelte Bombs. 10 Erfahrungspunkte. Nee, 10 Euro. 9 Erfahrungspunkte. Nee, 54 Erfahrungspunkte. Und verdientes Geld 61 Euro. Das finde ich gut. Das finde ich klasse. 260 Euro. Und Level 2 sind wir, Leute. Alter, wir sind ja richtige Profis hier, wa? Wäre noch geil, wenn wir uns so ein Dings mitnehmen könnten hier. Aber das können wir erst ab Stufe 8, ne? Fuck doch, Mann. Wir könnten uns eine zweite Sofortbildkamera kaufen. Einem Lager. Benötigte Stufe 2. Was kosten die denn? Das macht, glaube ich, totaler Sinn. Räucherstäbchen. Kosten die gar nichts? Ja, dann nehme ich die mit, ne? Eis kaufen. Sehr gut. Das ist geil. Was bräuchten wir noch? Wir bräuchten so einen Potronenleser nochmal. Benötigte Stufe 20. Alter. Kreuz, Gefahrensensor, benötigte Stufe 15. Was es nicht alles gibt, ne? Das soll das immer animieren, dass wir weitermachen. Aber die Sofortbildkamera, dass wir uns die jetzt nochmal geholt haben, das fand ich jetzt richtig gut. Aber leider könnten wir das Temperaturding nicht mehr nehmen, ne? Den Fotoapparat. Da weiß ich nicht, wie der Blitz funktioniert. Da habe ich keine Ahnung. Finde ich gut. Sockenechen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und tschüss.